Also das, was ich euch heute erzählen darf, dieses Channeling, das ist eins der wichtigsten oder das Wichtigste überhaupt, was ich bekommen habe in der letzten Zeit. Und ich bin so froh, dass ich es mit euch teilen kann heute. Es ist etwas ganz Besonderes, ihr Lieben. Es sind die Botschafter und Hüter der Dimensionen der Erde. Und der Erde, die werden heute zu uns sprechen. Und es geht einfach darum, um die aktuelle Zeit. Es geht darum, was für uns vorbereitet wird, wie wir empfangen werden und was innerhalb unserem Energiekörper neu ausgerichtet wird. So, ihr Lieben, und jetzt fangen wir an. Mit dem Channeling, ich habe hier schon mal die mein Ursprungslicht-Frequenzspray mal hergeholt, um mich einzustimmen und für euch da zu sein. Und jetzt geht's dann auch gleich los. Ich schalte jetzt um und die Musik könnte ich schon mal anmachen. So. Mit dem Segen des Lichtes begrüßen wir dich in tiefer Freude. Wir sind die Hüter der Dimensionen und wir möchten uns heute mit dir verbinden. Du spürst es sicher bereits, denn die Menschheit befindet sich im großen Prozess des Übergangs in die vierte und fünfte Energieebene. Alle Bewohner des Planeten Erde sind in diesem Prozess involviert. Manche bewusst, manche noch unbewusst. Die Energien der aktuellen Zeit werden immer intensiver und berühren die Seelen der Menschen. Sie berühren die Zentren der Seelen von euch, welche Erinnerungen aus den Zeiten tragen, wo ihr noch keinen physischen Körper hattet, sondern aus reinem Licht bestandet. Diese Erinnerungen öffnen in euch eine hohe Gehirnwellenfrequenz und heben euch hinauf in das höhere Bewusstsein der Liebe. Viele von euch haben ihre Energie bereits so sehr erhöht, dass sie ganz leicht in die hohen Frequenzen wechseln werden. Andere wiederum benötigen noch etwas mehr Unterstützung und Ausdehnung. Die hohe Frequenz, die wir euch senden, ist die Energie der neuen Zeit, welche ein sehr hohes Bewusstsein ermöglicht. Sie leitet dich aus der Dualität hinaus, hinein in die Frequenz der Liebe des höheren Bewusstseins, wo du dich zurückerinnern wirst, wer du in Wirklichkeit bist.
Die Verbindung zu eurem höheren Selbst wird immer wichtiger. Und bald werdet ihr ständig mit eurem höheren Selbst verbunden sein. Diese Erhöhung und Bewusstseinserweiterung wird euch viele Befreiungen und Erkenntnisse bringen. Letztendlich werdet ihr euch aus der Dualität selbst befreien. Denn ihr könnt nicht mehr zwischen Lügen und Angst leben. Viele von euch sind bereits an dem Punkt angelangt, wo sie bereit sind, sich zu öffnen für das große Bewusstsein der Liebe, um in Barmherzigkeit und Mitgefühl zu leben. Viele von euch sind bereit, schon jetzt in die vierte Ebene zu wechseln, wo es nur Liebe gibt. Die hohen Frequenzen, die wir euch senden, werden eine neue Ausrichtung ermöglichen. Und du wirst dich erinnern an das hohe Wesen, was du in Wirklichkeit bist. Die Erinnerungen an dein hohes Wesen lassen dich wachsen und den richtigen Weg erkennen. Denn die Erde selbst will sich verändern. Und es ist jetzt an der Zeit zu erkennen, wie du in Zukunft leben möchtest. Entscheide mit deinem Herzen, ob du noch an Ängsten, Zweifeln und Sorgen festhalten möchtest. Oder ob du bereit bist, alte Gewohnheiten gehen zu lassen, um dich dem Neuen, Schönen zu öffnen. Eure Körper erfahren eine große Neuausrichtung, damit ihr leichter in die neue Ebene wechseln könnt. Eure Gehirnwellen werden sich neu ausrichten und an die vierte Ebene anpassen. Und eure Fähigkeiten werden sich noch mehr herausbilden, so wie ihr es bisher noch nicht erlebt habt und euch jetzt in diesem Moment auch nicht vorstellen könnt. Sobald du die neue Ebene erreicht hast, wird sich dein ganzes Bewusstsein neu ausrichten. Alte Begrenzungen werden sich lösen und du wirst die Ebene der neuen Zeit betreten. Du wirst diese Frequenz fühlen wie eine Welle der Leichtigkeit, was deinem eigentlichen Naturell entspricht. Denn das, was du gerade auf der Erde erlebst, entspricht nicht deiner Natur.
sondern es ist die Frequenz des Lernens, welche dicht und schwer ist, welche dir das Leben im Moment manchmal anstrengend macht. Aber du weißt, du gehst diesen Weg, um dich zu erfahren und um deiner Seele die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Es ist die Zeit der großen Veränderung, in der hohes Bewusstsein und Spiritualität für alle erreichbar sein wird. Es ist die Zeit der maximalen Veränderung und ihr werdet eine sehr große Erwachenswelle erreichen und das schon sehr bald, welche die Menschen bisher noch nicht erlebt haben. Dabei wirst du deine Aufgabe erkennen und deinen Seelenauftrag ausführen. Und du wirst genau wissen, was zu tun ist, wenn es soweit ist. Viele Menschen werden sich erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind. Und ihr werdet die große Welle des goldenen Lichtes der Liebe erleben, welche über die Erde fließen wird. Dieses Licht wird die neue Erde erschaffen und ein jeder von euch und auch du wird entscheiden, wo er sein möchte. In der neuen Zeit oder in der alten Zeit. Sobald ihr durch den gesamten Prozess der Neuausrichtung gegangen seid, in dem ihr euch bereits befindet, seid ihr bereit, in die nächste Ebene zu wechseln. Dieser Prozess wird für jeden anders sein und unterschiedlich lange dauern. Das komplette Magnetfeld der Erde wird sich neu ausrichten und euer eigenes Magnetfeld wird sich anpassen. Es ist ein göttlicher Prozess und er geschieht zur rechten Zeit und zum Wohle von euch allen. Vertraut auf euren Seelenplan. Und erlaubt euch zu wachsen, zu lernen und die Veränderungen anzunehmen. Die große Bedeutung für die Menschen ist es, ihr Bewusstsein zu erweitern und sich an das höhere Bewusstsein der Liebe anzupassen. Dieses Bewusstsein wird euch helfen, die Gesellschaft, das Kollektiv in eine neue Richtung zu lenken und zeigen, dass Spiritualität für alle verfügbar ist. Das neue Bewusstsein der Liebe ist die Basis allen Seins. Du bist jetzt auf einem guten Weg und hast schon so viel geleistet. Wir bitten dich, weiterzugehen und dich für die große Bewusstseinserweiterung bereit zu machen. Bringe deine Liebe, dein Licht, deine Freude in dein Leben, denn so wirst du den Weg ganz leicht in die vierte Ebene finden.
Du bestimmst, wie du leben möchtest. Du wählst den Weg und entscheidest, ob und wann du dich der Bewusstseinserweiterung öffnest oder nicht. Und genau jetzt bist du in jeder Sekunde bereit für deine Bewusstseinserweiterung, um den Übergang in die neue Dimension zu beschreiten. Dieser Weg mag einfach sein, aber und für manche vielleicht auch schwer. Ganz egal, wie es sich für dich anfühlt, werden wir dich begleiten, wenn du es möchtest. Wir lieben dich und wir werden dich lieben, immer so wie du bist, denn du bist die Liebe selbst. Du bestehst aus Licht und Liebe, so wie wir auch. Wenn du dein Licht selbst sehen könntest, so wie wir dich sehen, würdest du weinen vor Freude und niemals an dir zweifeln. Wir lieben dich so sehr. Sehr viele von uns lichten Wesen sind bereit, dich zu begleiten, dich zu halten und zu schützen. Sobald du erkennst, dass dich in der alten Welt nichts mehr hält, kommen wir zu dir, um die Reise zu dir selbst gemeinsam zu beginnen. So senden wir dir den Segen des Lichtes und verabschieden uns mit tiefer Liebe von dir. Ich danke euch, ich danke den Hütern der Dimensionen. Ich mach mal die Musik wieder aus. Es ist so tief berührend. So Herz ausdehnen, so liebevoll. Das war mein besonderes Channeling für euch. Diese besondere Botschaft, die ich euch unbedingt überbringen wollte. Und ich danke euch allen, dass ihr heute hier wart. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es und liked es und schreibt mir auch unten in die Kommentare, was euch besonders gefallen hat, was ihr empfunden habt, welche Bilder ihr bekommen habt, wie ihr euch gesehen habt, wo ihr gerade steht. Schreibt es, damit die anderen Menschen, die das lesen, dann auch mit euch fühlen können. Und ja, es wird alles gut. Es wird alles schön und alles gut. Wir halten zusammen und wir gehen den Weg, ihr Lieben. Ich darf euch ganz liebevoll umarmen. Habt schöne Weihnachtsfeiertage und kommt am Donnerstag zu diesem nächsten wichtigen Video, damit wir weitergehen in unserer Bewusstseinsausdehnung und der Liebe und den Frieden. Mua.